Salut, hier ist wieder Marcel von Gannikus.com. Willkommen zu den Gannikus News. Way, way, wieder News Time, Bay, Bay. Diese Woche ist semi viel passiert, aber das heißt nicht, dass die Woche unspannend war. Und wir haben ein besonderes Schmankerl noch für euch. Ich sag nur Ralf Settele und Penispumpe. Aber bevor wir zu den heißen News-Themen kommen, kurze Sache, die wir aktuell immer wieder befragt werden, und zwar, warum unsere Facebook-Beiträge nicht mehr bei jedem angezeigt werden. Das hat einfach den Hintergrund, Facebook kastriert aktuell mal wieder massiv die Reichweite, also die wird gekürzt, nicht nur bei uns, sondern bei allen möglichen Seiten. Da wir auch auf Instagram sehr, sehr aktiv sind, kann ich euch da nur empfehlen, uns dort zu folgen. Und in den Insta-Stories, da posten wir auch immer unseren neuesten Stuff, die neuesten Artikel etc. Daher folgt uns auf Instagram, guckt immer in die Stories und dann müsst ihr nur Swipe up machen und kommt zum neuesten Stuff von uns. Und jetzt erstmal viel Spaß mit den News. Kommen wir zur ersten Story, und zwar zu Dennis James. Der sah sich diese Woche mit einem kleinen oder auch größeren Shitstorm konfrontiert. Was ist da los gewesen? Ihr wisst das, hierzulande ist das mit Waffen so ein Thema. Eigentlich haben nur Jäger, Beamte, Menschen mit Waffenschein auch Waffen, und die Regularien und Gesetze sind hier sehr, sehr streng. Es wird auch sehr selten jemand in Deutschland erschossen, beziehungsweise im Verhältnis zum Rest der Welt relativ selten, sagen wir es mal so. Dennis James hat jetzt diese Woche seinen neuen Sponsor präsentiert, und das ist keine Supplement- oder Klamottenfirma, sondern ein amerikanischer Waffenbauer. Und in einem Instagram-Video hat Dennis James Waffen präsentiert, was nicht sehr cool ankam. Man muss direkt davor sagen, Dennis James lebt in Arizona und dort ist es wohl erlaubt, diese Waffen zu besitzen. Allerdings ist natürlich der Zeitpunkt, so ein Sponsoring zu präsentieren, nicht ganz so cool. Ihr wisst, Amoklauf in der Schule mit sehr vielen Toten. Etwas schwierig. Jedenfalls hat Dennis James daraufhin so einen kleinen Shitstorm abbekommen und das Video ist auch mittlerweile wieder offline, deswegen können wir es euch leider nicht zeigen. Man muss ganz klar sagen, Dennis James hat hier gegen kein Gesetz verstoßen und er ist auch nicht der erste und letzte Bodybuilder, der Waffen auf Instagram bzw. Social Media präsentiert. Ich denke nur an Branch Warren, Seth Force oder Jason Blacher, der glaube ich jedes Video vor so einer Waffenladestation abdreht. Aber gut, ich bin auch ein, wisst ihr, sehr, sehr liberaler Mensch, aber ich finde, niemand muss irgendwie vollautomatische Kriegswaffen zu Hause haben und man muss auch keine Pistole oder sonst irgendwas haben. Dort, wo viel Waffen im Umlauf sind, dort kommen auch viele Menschen um durch Waffengewalt. Daher finde ich nicht so cool, aber ganz klar, er hat gegen kein Gesetz verstoßen. Der junge Russe Kirill Tereshin ist wahrscheinlich der bekannteste Syntholfreak, den wir bis dato erlebt haben. In seinem Heimatland ist er zu einer fragwürdigen Berühmtheit geworden. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute eher Spott und nicht so viel Bewunderung für ihn übrig haben, aber ich glaube, ihm ist das auch ziemlich egal. Jedenfalls, in den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte, seine Bazookas wären abgefallen, die Arme hätten amputiert werden müssen, das Öl wurde entfernt, etc., etc. Nun präsentiert sich der junge Russe allerdings im Internet mit den Bazookas 2.0. Was hat er gemacht? Das Öl bzw. die ölartige Substanz wurde entfernt, aber die Arme sehen nicht normal aus. Nun nein, sie wurden noch größer, und zwar nicht durch massive Muskelgains, sondern durch Implantate. Richtig gehört, er hat sich Implantate in die Arme einsetzen lassen und das sieht ehrlich gesagt genauso scheiße aus wie vorher, nur dass das Ganze jetzt nicht mehr so entzündet aussieht. Auf Instagram gibt es ein Video, wo man ihn sieht im OP liegen, aber das ist noch nicht genug, ja. Also irgendjemand hat ihm nicht nur in die Arme, sondern auch ins Hirn geschissen, denn jetzt hat er sich sogar Wadenimplantate zugelegt, beziehungsweise irgendwas mit seinen Waden gemacht, dass sie eben unnatürlich dick aussehen. Naja, ich glaube, dem jungen Mann ist nicht mehr wirklich zu helfen und ich glaube, es würde ihm einzig und alleine helfen, wenn er keine Aufmerksamkeit mehr bekommen würde, weil ich bin mir ziemlich sicher, dann würde er den Bullshit sein lassen. Икроножная мышца.
Letzte Woche hatten wir ja darüber berichtet, dass Sean Roden seine Arnold Classics Teilnahme kurzfristig absagen muss aufgrund von massiver gesundheitlichen Probleme. Nun sind hier einige Details bekannt, denn er hat ein Interview bei RX Muscle gegeben. In diesem Interview erzählt er so ein bisschen, was letzte Woche passiert ist. Und zwar musste er sich nach einer Mahlzeit übergeben und hat gesehen, da ist irgendwie eine schwarze Substanz, die aus ihm rausgekommen ist. Er dachte dann erst, okay, vielleicht ist eine Lebensmittelvergiftung. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen, dort wurde ihm Blut abgenommen und die Ärzte meinten dann schon, okay, das scheint wohl ein bisschen was Ernsteres zu sein. Es gab eine Bluttransfusion und er musste dann sogar das Krankenhaus wechseln und dann ist ihm so aufgefallen, oh, okay, fuck. Anscheinend hat es mich wohl doch erwischt und es ist irgendwas sehr Ernsthaftes. Insgesamt musste Sean Roden 7 Bluttransformationen über sich ergehen lassen, bis seine Hämoglobinwerte sich langsam wieder normalisiert haben. Das ist schon richtig, richtig viel. Die 7 Bluttransfusionen gab es eben, weil er so viel Blut verloren hat und das hat er verloren aufgrund von 2 Geschwüren im Magen-Darm-Bereich. Eine sehr interessante Information, die Sean Roden in dem Interview von sich gibt, ist folgendes. Er sagt, letzten September hat er schon gemerkt, irgendwas stimmt mit seinem Körper nicht, denn er selbst sah laut seinem Empfinden im Hotelzimmer aus wie der neue Mr. Olympia, also eine sehr, sehr gute Form hatte er wohl. Auf der Stage sah er nicht mehr so gut aus und später wieder im Hotelzimmer sah er sehr, sehr gut aus. Wie konnte das Ganze passieren? Er weiß es auch nicht genau, aber er hatte letztes Jahr eine Brustverletzung und hat zu dieser Zeit eben mehrere 800 Milligramm Ibuprofen-Tabletten zu sich genommen und das ist halt schon sehr, sehr viel. Und Ibuprofen, ja, damit sollte man nicht spaßen. Ich weiß, das werfen sich manche ein wie Tic Tacs, aber die Organe, speziell die Nieren, freuen sich nicht unbedingt darüber. Ja, jedenfalls, Sean Roden sagt, er wird bis zum Mr. Olympia 2018 vermutlich keinen Wettkampf mehr machen, was ich sehr, sehr schade finde. In dem Interview sagt er außerdem noch, dass er keinen Sponsor hat und sich von ProSubs getrennt hat. Sean Roden, ich finde, er ist so einer der schönsten Athleten, wenn er wirklich in Form ist. Er ist nicht verbaut, er sieht wirklich super aus, aber mit Sponsoren hatte er kein Glück. Ich glaube, er war in den letzten Jahren bei mehr Sponsoren als so mancher Fitness-YouTuber. Also ich wünsche ihm da auf jeden Fall auf der einen Seite gesundheitlich, dass er sich da schnell wiederholt und dass er jetzt auch mal irgendwie an einen coolen Sponsor gerät, der langfristig mit ihm zusammenarbeitet, weil ich glaube, das ist für den Kopf auch richtig wichtig. Freunde, jetzt ist Zeit für ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, für einfach pure Power. Ray Williams kennt die aufmerksamen Gannikus-Zuschauer schon, weil wir haben schon einige Male über ihn berichtet. Er gefühlt bricht er so einmal im Monat irgendwie einen Rekord. Jetzt hat er wieder eine mehr als stabile Leistung abgeliefert und zwar hat er mit 95% seines Maximalgewichtes, also mit dem er eine einzige Wiederholung geschafft hat und einen Weltrekord aufgestellt hat, 2 Reps, also 2 Wiederholungen rausgefeuert. Das waren sage und schreibe 1003 Pfund, das sind umgerechnet ca. 455 Kilo. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Wir blenden das auch hier mal ein. Alleine wenn er da aus dem Rack rausgeht, ohne irgendeine Sicherung oder sonst irgendwas und beugt dann da zweimal die 455 Kilo. Unfassbare Leistung und was ich noch unfassbarer finde, in den Kommentaren gibt es dann irgendwelche Mongos, die sagen, ja, aber du bist nicht ganz runtergegangen, du hättest noch 3 Zentimeter weiter nach unten müssen. Komm, verpiss dich, halt die Fresse, ey, das ist sein Training, also es war jetzt kein Wettkampf und er sagt selber, im Training versucht er nicht auszubrennen und da trainiert er gerne mal mit so einer Technik, denn Rekorde werden immer noch bei Wettkämpfen gemacht. Und da hat er absolut recht. Ich finde das unfassbar, dass man da im Internet noch rumhaten muss, dass da einer 2 Zentimeter weiter hätte runtergehen müssen. Alter, beug mal 455 Kilo, dann reden wir weiter. Also krass und ich freue mich auf jeden Fall noch oft über Ray Williams und viele krasse Leistungen zu berichten. Easy Training ohne Geräte, der Fitnessplan von Instastar Sophia Thiel.
Ja, Sophia Thiel war bereits in der vorletzten Woche auf dem Cover der Women's Health und das hat sie selbst sehr, sehr gefreut, weil sie meinte, das war schon lange ein Traum von ihr, auf dem Cover von so einem renommierten Fitnessmagazin zu sein. So, was war hier jetzt das Problem? Warum gab es da schon wieder einen Shitstorm? Ihre Followerinnen haben vermutet, ey, irgendwie stimmt was mit dem Foto nicht, dass er das Women's Health Cover zählt. Das ist doch bestimmt gefotoshoppt. Warum? Nein, nicht ihr Körper. Man könnte jetzt ja meinen, weil sie letzten Sommer ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, die Followerinnen sagen, okay, der Körper ist gefotoshoppt, du kannst doch gar nicht innerhalb von einem halben Jahr abnehmen. Nein, es war ihr Gesicht. Einige vermuten wohl, dass ihr Gesicht gefotoshoppt wurde, weil ihr Gesicht wohl schlanker wirkt, als viele das kennen. Nun muss man sagen, Sophia Thiel hatte letzten Sommer ein bisschen mehr auf den Rippen, hat sich aber Ende letzten Jahres wieder super in Form gezeigt. Ja. Es mag sein, dass das Cover von Women's Health gefotoshoppt ist. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das Sophia Thiels Schuld ist. Und ich hoffe, da bricht jetzt keine Welt zusammen für die Mädels da draußen. Aber jedes Cover ist gefotoshoppt. Ob das die Vogue ist, ob das die GQ ist, Playboy, Praline etc. Der ist immer gefotoshoppt. Kennt ihr noch früher in den Sexheftchen? Da war auch nie die Pussy so richtig zu sehen, sondern immer nur, das wurde dann so glatt und Schamhaare. Fand ich immer richtig scheiße. Aber ich schweife ab. Jedenfalls, das ist halt leider so, das ist Normalität, dass Cover gefotoshoppt sind. Ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, ob das hier der Fall ist oder nicht. Dafür kenne ich die Sophia zu schlecht. Jedenfalls, Sophia geht es einfach so, sobald die Menschen irgendwie so einen falsch gesetzten Punkt finden, stürzen sie sich drauf und es gibt den Shitstorm und da denkt auch keiner nach und sagt, ja okay, vielleicht ist es gar nicht in ihrer Verantwortung, sondern in der Verantwortung von den Menschen, die das Magazin publizieren. Naja, Sophia, ich bin mir sicher, die hat ein sehr, sehr starkes Mindset, weil das ist nicht ihr erster Shitstorm und vermutlich auch nicht ihr letzter. Ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Gute und bin geschockt, das Cover von Magazinen gefotoshoppt sein können. In was für einer Welt leben wir? Freunde, jetzt bitte aufpassen, denn da fragen immer sehr, sehr viele danach. Nächste Woche finden die Arnold Classic statt und ihr könnt die kostenfrei verfolgen. Das ist ziemlich cool und zwar via Livestream auf generationiron.com. Wir haben unten einen Link. Dort steht genau, wie das Ganze funktioniert und vor allem auch, wann welches Event, wann welcher Wettkampf stattfindet. Also wann, wer in welcher Klasse antritt. Checkt das auf jeden Fall aus. Freitag, Samstag, Sonntag nächste Woche gibt es richtig viel Hardcore Bodybuilding. Mit Hardcore Bodybuilding geht es auch direkt weiter. Und zwar hat Tim Budesheim eine Blu-ray veröffentlicht. Die zeigt ihn in seiner Vorbereitung für den Olympia-Amateur in San Marino. Das Ding nennt sich Homecoming, kostet 22,95 und könnt ihr auf budesheim-bodybuilding.com euch bestellen. Ein Trailer gibt es auch, der sieht auf jeden Fall sehr gut und vor allem auch sehr, sehr hochwertig aus. Also gönnt euch das Ding, wenn ihr Fan vom Tim seid, wenn ihr Bock auf Hardcore Bodybuilding habt. Ich denke, das lohnt sich. Die Faszination am Bodybuilding ist für mich, anders zu sein als andere, anders auszusehen als andere und seinen Körper so zu bauen, wie man sich das selber gerne vorstellt, wie man es in seinen Vorstellungen hat. Der Tim hat auf alle Fälle den Körper und die Muskeln, um absolut konkurrenzfähig zu sein. Aber wichtig ist halt, dass man einen Athleten hat wie den Tim, der halt in die Schlacht geht und alle nötigen Waffen hat, um so einen Wettkampf zu gewinnen. Freunde, nun kommt ein Teil der News, auf den habe ich mich schon die ganze Woche gefreut. Warum? Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 2040. Ihr wisst, es geht um die YouTube Classics. Genauer gesagt, der 12.03.2014. Dort wurde ein Vlog veröffentlicht auf dem Karl S. YouTube Channel, der, man kann sagen, legendär ist. Zu sehen sind Ralf und Karl in Thailand und zu dieser Zeit war Karl mit Abstand so der größte Fitness-YouTuber, auch damals schon nicht unumstritten. Warum? Er hat immer Werbung für Phallosan gemacht. Ja, Phallosan? Walla, Galenicus, was ist Phallosan? Das war damals die Penispumpe und
Karl filmt hier ein Gespräch zwischen ihm und Ralf, in dem es praktisch ja, darum geht, was der Ralle für ein geiler Ficker ist und was er für einen riesen Schniedel hat. Ja? Denn der Ralf, der hat es anscheinend mit der Penispumpe übertrieben und nun ist praktisch sein Prügel zu groß und die Mädels auf Thailand beschweren sich immer darüber, dass der Schwanz von Ralfs Zettel so groß ist. Ja? Alleine, dass ich darüber rede, okay, aber es ist einfach ein super Videoausschnitt. Guckt den euch an. Karl, zum Schluss noch so ein Spruch, übertreibt's nicht. Ich sag immer, bleibt unter 20 cm, Leute. Ich sag's euch immer deswegen, weil nur dann kann man richtig reinballern. Ja? Schaut's euch an, es ist ein besonderes Schmankerl der Fitness-YouTube-Geschichte. Am besten lassen wir das jetzt laufen und genießt es, ja. Auf jeden Fall, der Ralf hat es mal wieder übertrieben. Ihr wisst, der Ralf übertreibt immer. Deswegen haben wir auch hier für ihn immer die XXL-Gummis liegen, ja. Der Typ ist ein richtig, also ich dachte mir, komm, hörst du bei einem ordentlichen Pimmel, hörst du mal auf mit dem Phallosan. Aber der Ralf hat es natürlich übertrieben. Muss jetzt die XXL-Lümmeltüten verwenden. Und da seht ihr ihn. Deswegen gehe ich hier auch immer aus dem Zimmer raus, wenn er eine Braut mitnimmt. Denn das ist eine Katastrophe. Stell dir mal vor, XXL mixed with Thai Lady. Keine gute Kombination. gib dazu mal ein Statement ab, Ralf. Da musst du, also die ganzen Frauen... Also da muss man extra Trinkgeld geben, gell? Also mal ein einzelnes Statement, die ganzen Frauen, die uns so hart da haben mit so großen Schwanz und so weiter. Ich sag jetzt mal, ich will jetzt ja nicht zu hart jetzt zu mir labern, aber... nee, es ist halt einfach mal so, es mag bei vielen ihr Fantasie sein, weil wenn es eine Realität wird, dann heißt es dann schnell so, oh, jetzt blickt nicht so hart und oh, es ist dann doch... Also von daher... Leute, der Phallosan funktioniert, aber bitte nicht übertreiben, ja? Also wie schon gesagt, Leute, der Phallosan funktioniert richtig krank, ja? Aber übertreibt's nicht. Ich sag immer, bleibt unter 20 cm, Leute. Ich sag's euch immer deswegen, weil nur dann kann man richtig reinballern. So, Freunde, zum Schluss noch eine kurze Info bezüglich des Akku-Interviews. Einige hatten gefragt, voila, Galenikus, was war los? Interview war kurzzeitig offline. Das hatte ganz einfach den Hintergrund, die Kollegin, die diesen YouTube-Channel hier verwaltet, sie ist die Kommentare durchgegangen und meinte, da sind so ein paar unschöne Beschuldigungen mit dabei. Daher hat sie das Video privat gestellt. Hat daraufhin mir Bescheid gesagt, dass ich doch bitte den Akku connecten soll und fragen soll, ob wir das Interview so online lassen sollen. Ich habe daraufhin Akku connected und ihn gefragt, Akku, passt das Interview so für dich? Akku meinte, ja, Galenikus, ich war ja live dabei, ich habe meine Freigabe erteilt. Ich finde auch gut, wie das Interview war. Ich finde es gut, dass da Reibung gab. Ich fand die letzten Interviews mit vielen Bodybuildern, ehrlich gesagt, so ein bisschen lullig und schlaff und das war unser Interview definitiv nicht. Und hier muss ich Akko ehrlich gesagt recht geben. Ein bisschen lullig ist man so die letzte Zeit geworden und die Videos oder die Interviews hatten nicht mehr den Spirit wie beispielsweise die FIBO-Interviews von 2016. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, hat aber auch einfach den Hintergrund, wir haben letztes Jahr zum Beispiel zwei Interviews gemacht, die wir so dann nicht rausbringen konnten, was dann immer blöd ist. Am Ende des Tages ist es halt ein schmaler Grat. Du willst ein straffes Interview machen und du willst eigentlich das fragen, was du fragen möchtest. Auf der anderen Seite, du bist nicht vor Gericht, oder der Interviewpartner ist nicht vor Gericht. Ja? Er kann aufstehen und gehen oder einfach die Freigabe nicht geben für das Interview. Ja, ist man vielleicht in letzter Zeit ein bisschen weicher geworden, möchte ich aber jetzt so wieder diesen alten Spirit haben, wofür Garnicus auch bekannt geworden ist. Letztendlich ist so, zwischen mir und Akku ist alles cool. Wenn er in Berlin ist, wird er sich bei mir melden und wir starten irgendwie was zusammen. Bin ich in NRW, in Düsseldorf, gucke ich vielleicht kurz bei der Simone vorbei. Ansonsten treffe ich mich da mit Akku und man macht dann irgendwie was Cooles gemeinsam, geht essen, Steak, Persisch oder was sich da auch immer ergibt. Also zwischen uns alles easy, alles cool. Wer Akku supporten möchte, der lässt ihm doch bitte ein Abo da. Das würde ihn freuen und supportet ihn, denke ich, auch am meisten. Prinzipiell habe ich den Eindruck, Akku ist in der ganzen Sache wesentlich abgeklärter als viele andere. Aber gut.
das war's erstmal von meiner Seite aus. Ach ja, zum Schluss gibt's nochmal eine kleine Voicemail von Akku, die er mir geschickt hatte, damit ihr auch alles sehen könnt. Ist wirklich alles entspannt zwischen uns. Ich freue mich, dass dieses Video so abging, weil einige hatten prophezeit, ah, Akku interessiert doch keinen. Ich meinte so, doch, der ist schon sehr, sehr lange im Game und jeder kennt ihn eigentlich. Und freut mich natürlich, wenn das dann bei euch so Zuklang findet. Ja. Freunde, das war's. Ich wünsche euch eine stabile Woche, stabile Gains. Bleibt gesund, lasst euch nicht verarschen. Salut und ich bin erstmal raus. Ja, ich bin jetzt, ich habe mir auch ein paar Kommentare durchgelesen, aber das war ja von vornherein klar, was da an Kommentare kommen wird, weil das sind die Internet-Trolle so und was sie da rauslassen. Also mir persönlich macht's nichts aus, aber ja, musst du wissen, keine Ahnung. Vielleicht auf der FIBO vielleicht wiederholen oder so. Ich weiß es nicht, musst du wissen. Aber ich finde es schade so. Ich meine, dass in den Kommentaren gehatet wird, das war mir von vornherein klar. Aber komm ich drauf klar. Also ich werde jetzt nicht nachts irgendwie heulend im Kissen irgendwie liegen oder so. Das sind kleine Internet-Trolle so. Und was die schreiben, juckt mich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, und von wegen Vorführen so, waren ein paar harte Fragen, aber ich denke, ich habe die so gut es ging auch beantwortet oder beziehungsweise gekontert und ich fand jetzt nicht so Vorführen. Waren halt ein paar harte Fragen, die, denke ich mal, von einem sozusagen Journalisten halt so kommen. So, das hatte ich auch von vornherein ein bisschen mit gerechnet. Aber wie gesagt, wir können ja auf der FIBO vielleicht wiederholen oder keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Oder wir wiederholen nochmal so ein Interview, wenn du irgendwann in der Gegend bist. Mir egal, wie du möchtest. Ach ja, übrigens, falls du möchtest, die WhatsApp-Nachrichten, die ich dir geschickt habe, kannst du ja original irgendwie vielleicht jetzt in den News mit einbauen am Wochenende. Ja, von wegen, was ich gesagt habe, dass es mir nichts ausmacht und dass man halt Mann sein muss und dass mir eh klar war, dass ein paar Hater kommen oder dass ein paar knackige Fragen kommen. Ne, die WhatsApp-Verläufe kannst du ja 2-3 dann benutzen für die News oder so am Wochenende. Ich habe dir jetzt auch die Freigabe gegeben. Sagst du hier, Original WhatsApp-Verlauf mit mir und Akko, was er mir gesagt hat, Originalton. Das kommt sogar vielleicht noch authentischer, weißt du?